Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, und zwar zu Total War Warhammer 2, und ich spiele dieses Mal die Nordska-Fraktion durch. Es ist ein Live-Let's Play, das ist auf Twitch gestreamt und auf YouTube dann hochgeladen für all die Leute, die das verpasst haben. Holy, ist das laut. Also wir haben ja fast alle Fraktionen schon durch als Let's Play in der Playlist, in der Total War Warhammer Playlist gibt es sonst alle Fraktionen. Es fehlen noch die Orks und die Nordska. Und wir starten dieses Mal mit den Nordska als erstes, also vor den Orks zumindest, und zwar mit Ulfric der Wanderer. Ulfric ist, ja, von beiden finde ich ihn den angenehmeren zu spielen, weil er später auf einem riesigen Mammut sitzen kann. Nahkampfangriffe für alle Mammuts haben wir als Fähigkeit, Geschwindigkeit minus 50, Geschwindigkeit minus 15% für Barbaren, das ist wahrscheinlich ein Übersetzungsfehler. Nehmen wir an, es sind Rekrutierungskosten oder so, Belagerungsangriff, Verstärkung und so weiter und so fort. Wir werden das Ganze auch ein bisschen erklären, wie es funktioniert. Wir haben hier ein Buch, ja, ich glaube, es ist alles gesagt hier. Ich erkläre das gleich im Ladescreen. Wir spielen auf sehr schwer und Gefecht auf normal, obwohl ich am Überlegen bin. Ne, wir gehen hier auf schwer runter, weil wir hatten immer das Problem, dass wenn wir eine Fraktion spielen, wo wir nicht Siedlungen besetzen können, hat es immer dazu geführt, dass die Feinde dann wieder unendlich Einheiten aus dem Boden gepumpt haben, so wie das bei Achaon zum Beispiel der Fall war. Das war ein Riesenproblem. Deswegen machen wir das so. Also, wir haben hier ziemlich coole Kreaturen. Wir haben Mammuts, wir haben Trolle, Eistrolle, wir haben, ich sag mal, einen Eisdrachen, ein bisschen flopsig gesagt. Wir haben ein Buch, wo wir bestimmte Items und Monster jagen können, die wir dann für die Armee brauchen können, also legendäre Kreaturen, die wir zuerst so suchen müssen und finden müssen, die aber dementsprechend stark sind auch. Ziemlich starke Barbaren, fast gar nichts auf Fernkampf, und Kavallerie ist so, ist mehr auf Monster ausgelastet. Ja, dann, wir können uns nicht niederlassen in Siedlungen, also nur im Norden, wir können den kompletten Norden einnehmen, aber zum Beispiel Siedlungen von den Menschen, die können wir nur niederreißen, da können wir keine, keine Dings basteln, keine Siedlungen aufbauen, nur niederreißen, außer an der Küste. Küstensiedlungen, die können wir zu Stützpunkten machen, wo wir dann ins Landesinnere reinrennen. Mal gucken. Ich bin ja eigentlich mehr so der, der ein Imperium aufbaut und nicht so der Plündertyp. Also ich fange lieber von Null an und baue mir was Riesengroßes auf. Deswegen ist die Nordska nicht meine Lieblingsfraktion. Aber weil ich ja gesagt habe, ich möchte jede Fraktion mal durchgespielt haben, damit man auch jede Fraktion mal gesehen hat, kommt auch Nordska hier noch dran. Deswegen haben wir uns die Nordska-Fraktion auch geholt, um das mal zu zeigen mit den Mammuts. Also ganz ehrlich, die Einheiten sind geil. Die Mammuts, die sind ziemlich nice. Wenn der Feind keine Fankämpfer hat, ist es sehr schwierig, die niederzukriegen. Die Drachen sind auch ziemlich geil. Obwohl es sind, im Prinzip ist es ein Frostwirren. Also es ist, ja, ich weiß nicht, wie man einen Frostwirren beschreiben soll. Es ist ein zweiköpfiger Eisdrache, nenne ich es jetzt einfach mal. So. Der Ladescreen braucht natürlich ewig. Und danach erklärt uns der werte Herr, wo wir hin müssen. Ah ja, und wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn Achaon auf den Plan tritt, dann sind wir mit ihm direkt verbündet, weil die Nordska kämpfen ja eigentlich für die Chaos-Fraktion. Sie huldigen auch der Chaos-Fraktion. Von daher bin ich gespannt, was dann passiert. Also was passiert, wenn die Nordska, wenn die Chaos-Fraktion auftritt, wenn Achaon auftritt, ob die dann mit uns übers Land rollen und alles töten. Aber das sehen wir dann im Laufe des Let's Plays. Gut, dann entfesseln wir mal den Zorn des Nordens, wenn es endlich fertig geladen hat. Ah ja, auf Fragen im Chat gehe ich übrigens ein, also ich lese sie kurz vor, damit ihr auf YouTube, wenn ihr es nachträglich guckt, wisst, was gefragt wurde. Das heißt, wenn ihr Fragen zum Spiel habt, Chat einfach reinschreiben und ich beantworte die dann sehr, sehr gerne. Jo. Gut, dann lasse ich hier den mal erklären. Sei euch, Ulfric, Wanderer der Welt. Ihr seid als Schlechter von Champions zurückgekehrt. Doch erwarten euch noch mehr Ruhm und Krieg jenseits der Krallensee und in den Bergen Norskas. Um euch herum dürsten die Stämme Norskas nach Blut. Doch bekämpfen sie sich gegenseitig. Jenseits eurer Grenzen winken große Schätze.
Ihr müsst diese abgehärteten Seelen unter eurem Banner vereinen. Unter den Bergen im Osten liegen große Labyrinthe und Höhlen, in denen furchteinflößende Bestien hausen. Jagt diese Kreaturen, fangt sie und zwingt ihnen euren Willen auf. Doch seid stets auf der Hut vor Zwergen in der Nähe. Im Süden liegt Kislev. Es steht unter der Herrschaft eines vermessenen Zar und steckt voller Reichtümer. Reißt diese Männer des Bären in Stücke und eröffnet euren Meistern den Weg, damit sie euch bald helfen können. Jenseits von Kislev wartet das Imperium. In sich zankenden Staaten stapeln sich die Schätze. Erobert diese weichen südlichen Länder und errichtet dort Häfen, von denen ihr weitere Überfälle starten könnt. Wulfric, ihr seid der ewige Herausforderer und eure Götter segneten euch mit dem Geschenk aller Sprachen. Verkörpert ihre kalte Unbarmherzigkeit und verbreitet mit dem Seewolf Zorn und Ruin. So, also Mibi, dankeschön für den Prime Sub, vielen lieben Dank für den Support, herzlich willkommen. Und also, wir gehen das kurz durch. Verbundenheit mit den Göttern. Die Götter bieten Belohnungen und Boni, nachdem durch Errichten großer Monolithen in niedergerissenen Siedlungen eine gewisse Verbundenheit zu erreichen. Das ist hier oben an der Screen, den wir haben. Wir haben hier zum Beispiel Stufe, ist ein bisschen schwierig das zu zeigen, Unterhalt für alle Einheiten, Kommandanten bei der Rekrutierung und ihr kämpft dann ein legendärer General für uns. Hier haben wir Verstärkungsrate, Wundzeit, also wir haben hier verschiedene Boni, Nahkampfschaden, Einheitenerfahrung, eisige Legion, ein einziger Todbringereinheit wird verfügbar sein. Wenn wir die Siedlungen niederreißen, können wir dann da dem huldigen. Dann das Arcanum, das ist ein Buch hier unten, das zeige ich nachher gleich. Stammeskonföderation, verbünde die Nordgar-Stämme, indem du ihre Anführer im Kampf schlägst. Das heißt, wenn wir einen Anführer besiegen von einer anderen Fraktion, schließt sich der gesamte, oder wir können das dann abstimmen, schließt sich die gesamte Nordgar-Fraktion uns an. Außenposten der Barbaren, das ist, wir können hier Außenposten errichten, aber zum Beispiel im Inland können wir keine Gebäude oder keine Siedlungen besetzen. So. Das herrsche und trostlose Ödland Norskars schließt euch in seine frostigen Arme, mein Herr. Doch vermag es euren Appetit auf Krieg nicht ewig zu stillen. Ihr müsst diese Lande verlassen, um zu plündern und zu rauben. Eure Götter werden dafür mit Wohlwollen auf euch blicken. Plündert in ihrem Namen und stellt euch einem an die Seite, um Geschenke der Verderbnis zu erhalten. Kann ich nicht an die Seite von mehreren stellen? So, also, das Buch. Im Monstrus Arcanum findet sich eine Sammlung der mächtigsten Bestien und Kreaturen, die auf der Welt wandeln. Spürt sie auf und jagt sie, um ihre Gaben zu erhalten. Genau, hier müssen wir zum Beispiel einen Frostwehren töten, hier müssen wir einen Riesen töten, hier müssen wir eine Spinne töten und so weiter und so fort. Und je nachdem können wir dann die Einheit rekrutieren. Oder wir kriegen ein spezielles Item von der jeweiligen Kreatur. Also den hier oder einen Mammut können wir dann rekrutieren. Ja, das kommt alles Schritt für Schritt. So, also. Zuerst mal, mit wem sind wir im Krieg? Wir sind mit denen hier im Krieg. Und jemand, der sitzt da oben. Wir flitzen hier runter, schnappen uns diese Siedlung und dann gehen wir hoch. Da dürfte dann der Anführer sein, der andere. Den schnappen wir uns dann. Forschung gehen wir auf. Wir machen das hier. Wir schnappen uns zuerst mal ein bisschen Waffenstärke. Es war nicht so, dass die Chaos-Fraktion keine Fernkämpfe hat. Wäre es nicht so sinnvoll, dass du vielleicht, dass du es vielleicht machst, wenn du mit denen nicht verbündet bist? Auch wir hier haben keine wirklich guten Fernkämpfer. Deswegen können auch wir da gar nicht so wahnsinnig viel machen. Beziehungen mit ausländischen Mächten finden über Diplomatie statt, mein Herr.
Überdenkt eure Situation genau, ehe ihr einem Abkommen zustimmt. Verschlechtert sich. Ja, ich würde sagen, wir versuchen sie alle mit Gewalt an uns zu binden. Das bedeutet, wir greifen das an, nachher gehen wir da hoch, schlagen den Anführer und dann gucken wir, wo der nächste Anführer sitzt, um den dann zu besiegen. Das ist gut, wenn die im Krieg sind, die zwei. Weil das ist die Fraktion und die hier unten. Dann wird die voraussichtlich mal nicht mit uns in den Krieg rutschen. So. Ich wollte eigentlich noch kurz gucken, was die Zielvorgaben sind für den kleinen Sieg. Das machen wir später. So, wir müssen Winterzahn zerstören. Können natürlich auch konföderieren. Reichland und Kuron. Also, das wird eine Nummer. Und alle Herausforderer besiegen. Dann müssen wir das besitzen durch Vasallen oder militärische Bündnisse. Und ich glaube, hier wird es eben knackig. Weil wir die ja nicht besitzen können, müssten wir uns irgendwie mit, am besten mit Skaven verbünden. Ich glaube, da können wir es machen. Wir müssen eine bestimmte Anzahl an Einheiten besitzen und durch Überfälle eine Summe erbeuten. War ich gar nicht so schlecht. So, let's go. Ja, wir ändern noch ganz kurz ein paar Sachen. Dankeschön fürs Erinnern. Kurz auf Twitch in die richtige Kategorie, wenn ich schon Total War spiele. So. Also. Wir schauen uns die Einheiten vorher kurz an. Das war ein Wunsch von der Community. Haben viele Leute gesagt, hey, zeigt doch die Units am Anfang, weil die sehen halt schon nice aus. Also, das hier sind Barbaren Berserker. 200 Axt und rennen dementsprechend rein. Das sind Barbaren mit einem Schild. Ein bisschen weniger stark natürlich. Die Berserker-Barbaren machen ein bisschen mehr Schaden. Die halten dafür gegen Pfeile was aus, logischerweise. Dann unsere Eisstreitwagen. Die sind ziemlich gut. Also die mischen die Menschen oder Infanterie meine ich im Allgemeinen ziemlich schnell auf. Dann haben wir Hautwölfe. Die sind nicht zu unterschätzen, die Hautwölfe. Die sind sehr schnell und sie machen doch echt viel Schaden. Und unseren Anführer hier. Wulfric, der Wanderer. So. Dann ballern wir hier das mal so rein, so rein. Vorne. Der hat einen Zauber, also Seewolf heißt das, ist eine einzigartige Fähigkeit. Das ist eigentlich einfach ein Schiff, das durch die Feinde durchballert und ihnen Schaden macht. Nehmen wir das Ganze mal ein bisschen schneller hier. Also hier seht ihr, dass die sind halt echt fix unterwegs, ne? Ich lasse ja zuerst noch nicht in Reichweite kommen von denen. Jetzt bin ich gespannt, ob die werfen oder nicht. Ja, da fliegen die ersten Geschosse. Jetzt ballern wir hier mal das Schiff durch. Ah, sehr schön. Das verschwindet hier vorher wieder. Sehr gut. Die Warenjäger werden geschnappt. So muss das. Seht ihr, wie schnell die Angst kriegen. Ja, die werden halt auseinandergepflückt hier. Das ist abartig. Thank you.
Ja, wenn das meiste bricht, dürften auch die hier gleich Angst kriegen. Ja. Aber wenn die noch fallen, haben wir es. Vollständig. Ja, das ging aber schnell. Here we go. Wunderbar. Aber wir kämpfen gar nicht lange. Wir haben es eingenommen. So, haben wir das eingenommen? Verfahrt mit dieser Siedlung nach euren Wünschen. Errichtet ein Lager, von dem aus ihr rekrutiert und baut. Oder legt sie im Namen der Götter in Schutt und Asche, um euch ihre Gunst und Geschenke zu sichern. Ja, ich glaube aber die erste Gunst kriegen wir doch noch nicht. Oder kriegen wir die schon? Ne, 30 brauchen wir dafür. Das dauert noch ein bisschen. Wir besetzen das. Passt. Dann marschieren finde ich super wichtig am Anfang. Wir holen zwei Speerkämpfer und einen Werfer. Die Speere brauchen die safe, falls sie später etwas größere Kreaturen aufs Feld schicken. Let's go. Jetzt haben wir auch das hier fertig gemacht. Also es geht sich zeitlich super aus, so. Und jetzt holen wir die nächststärkeren. Das sind die Barbarenjäger. Let's go! Barbaren-Zweihandwaffen wären halt auch mega, aber ja. So. Die mögen mich wenigstens ein bisschen. I find your motives unclear. Which master? Ich hoffe halt mit einem wenigstens ähnlich Zusammenschluss eingehen zu können. Aber ich denke, wir werden alles kämpferisch machen müssen. Die Norska sind einfach so. Ich sage immer Norska mit D, aber es ist Norska, also ohne D. Ja. The Eternal Challenger. So, und damit flitzen wir dann gleich hier hoch und gucken, was wir da anrichten können. So, deswegen sind wir übrigens auch deswegen haben wir auch direkt die Forschung gemacht. In 5 Runden sind unsere Barbaren stärker und jetzt am Anfang haben wir halt nur Barbaren. Deswegen macht der Waffenschaden, die 10%, am Anfang einfach super viel Sinn. So, und dann rennen wir los. Ah, hier ist er schon. Ich befürchte aber, dass er zurückrennt. Vielleicht greift er mich immer, obwohl er mich nicht an, aber er hat wesentlich weniger Einheiten. Oh, doch. Das finde ich sehr, sehr gut. Wenn wir ihn jetzt besiegen, gehört die letzte Siedlung uns direkt. Zack. Die Pferdchen muss ich ein bisschen im Auge behalten. Aber die restlichen Infanteristen hier eigentlich gar nicht. So, stellen die ganz auf die Seite. So, dann machen wir hier zack in die Nummer. Ich gehe mal ganz rüber. Ah, warte, ich habe die Einheiten noch nicht gezeigt, ne? Das hier sind ganz gewöhnliche Barbaren-Speerkämpfer. Keine Schilde, dementsprechend anfällig. Das hier sind Bärenjäger. Das sind Axtwerfer. Und die machen gut Schaden. Die machen gut Schaden. Das werden wir gleich sehen. Freue ich mich drauf. Very well. Your will.
Ah, er muss übrigens sterben, der feindliche General, ansonsten wird das Ganze nicht aufgehen. Ja. Jetzt habe ich das Schiff verpasst, schade. Wir ballern da mal kurz nach. Jagt, ihr jagt da mal hinten rein, bitte. Ihr stellt euch bitte hier hin auf. Ich will nämlich die Pferdchen abknallen da. Viel zu nah. So, hier. Das sind die Axtwerfer. Atemberaubend. Okay. Ich sehe schon das Problem. Die kriegen hier ordentlich aufs Maul. Jesus. Jetzt haben wir sie. Ist jetzt zurückgekehrt, das ist nicht so gut. Wir rennen mit Wulfric mal runter, dass wir safe. Ist mir verlieren gut, Leute, hey, Wahnsinn. Wo ist er jetzt? Geht er nicht endlich mal tot? Dann ballern hier nochmal ein Schiffchen durch. Die einen rennen ja schon weg. Ich hätte eigentlich gehofft, dass sie etwas früher gesamthaft fliehen. Zieh die mal zurück. Die gehen eh zurück. Wir können es versuchen. Dir jagt ihr immer ein paar Äxte rein hier. Du musst es. Ja, jetzt fliegt gleich alles. Perfekt. So, kriegt ihr den jetzt verdammt nochmal tot, oder was ist Sache? Hier soll man kurz aufhören zu schießen. Rennt ihr mal bitte hier mit. Er muss halt fallen. Wenn er nicht fällt, dann ergeben sie sich nicht. Man muss halt nicht nur die Schlacht gewinnen, sondern man muss ihn halt auch töten. So. Gibt es bei dieser Fraktion noch Artillerie? Nein, nein, nein. Die sind wirklich nur Nahkampf ausgerichtet. Die haben ein paar Speerwerfer, ein paar Axtwerfer und that's it. Also es ist halt einfach wirklich alles Close Combat. Aber das macht nichts. Ihre Nahkampfeinheiten sind dafür dementsprechend stark, wie das auch bei der Chaos-Fraktion ist. So. Wir nehmen die Gefangenen natürlich auf. Er weicht zurück. So, jetzt kommen wir ran. Konföderation können jetzt eingehen. Zack. Jetzt gehört das uns. Dann schmeißen wir das halt mal raus. Mal hier ein bisschen Angriffskraft. Overrun the world. Speak. Yes. Kommen alle raus, können wir uns nicht leisten. So, als nächstes schlage ich tatsächlich vorgreifen wir die an. Direkt rein. Und dann hier runter. Er dürfte irgendwo hier hinten sitzen. Den schnappen wir uns. Wir kämpfen auch so viel es geht. Unsere Einheiten sollen Erfahrungspunkte kriegen. Wulfric soll so schnell es geht Erfahrungspunkte kriegen. Soll ich ganz kurz über die Forschung drüber gehen und alles in der Forschung zeigen, was man alles machen kann?
Das kann ich nachher kurz machen, ja. Wenn das gewünscht wird, selbstverständlich. Das lässt sich einrichten. So. The Dark Gods command me! My gods call! Get them! Close on the sheep! Lock them! Chaos Marauders! No foul one! The inescapable one! Destroy! Take it, Southerner! Chaos Marauders! Your will! So, die müssen hier auch noch nach vorne. Ich setze sie direkt schon mal auf Konfrontation, Jungs. Die hier sind etwas, die Jäger sind recht gefährlich. Und die Zweihandkämpfer natürlich auch. Deswegen haben wir bei den Zweihandkämpfern auch direkt schon mal den Zauber rein, dass die immer mal safe weg sind. Ja, guck an. Was für ein wunderschöner Schwung. Zack, bumm. Und ein bisschen so mit einer Ecke drum, bumm. Die gehen da direkt drauf. Ah, die sind hier. Guckt, wie die hier zusammengedrängt wurden. Keine Chance. So. Bevor jetzt meine Speerwerfer hier noch irgendwie meine eigenen Männer treffen. Ja, wo komm? Aim. So. Also, weil das gewünscht ist, schauen wir kurz über die Vorschau. So ein bisschen Überblick habe ich selber auch. Das heißt, wir schauen uns an, was man im unteren Bereich machen kann. Der heißt Nils. Ein echter nordischer Name. Mit IE geschrieben. Sehr skandinavisch. So, wir besetzen es. Geht mir hier nicht darum, irgendjemanden da was zu machen. So, Forschung. Also hier in diesem Slot haben wir viel für Barbaren. Also hier Rüstung für Infanterie, Stärke für Barbaren, hier Munition, Geschossschaden für Barbaren, Abwehr, noch mehr Rüstung, Angriffsbonus und so weiter. Das ist eigentlich alles auf Infanterie. Hier haben wir dann Monsterjäger, das heißt, hier schalten wir die ersten Buchseiten frei bei den Monstern, um die zu jagen. Im unteren schalten wir dann Stufe 2 und Stufe 3 frei. Und hier im oberen Bereich haben wir zum Beispiel für die Hautwölfe, für die Kriegshunde, für die Trolle, Firmjäger und so weiter und so fort, Rekrutierungskosten, Einsparungen, Angriffsbonus, Waffenstärke und so weiter und so fort. Dann sind wir hier bei Führerschaft für Barbaren. Einkommen durch Ausrauben, Kampagne, Bewegungsreichweite, das ist auch sehr kostbar. Vitalitätsverlust, also sie sind fitter, sage ich mal. Einkommen aus Beuten. Hier können wir in öffentliche Ordnung gehen, wie es aussieht. Hier haben wir gegen das Imperium Bonus, hier haben wir gegen Vampire Bonus, hier haben wir gegen die Grünhäute Bonus. Das ist Magieresistenz, Stärkungsrate. Einkommen nach der Schlacht, öffentliche Ordnung auch noch. Hier gegen Bretonia kriegen wir einen Bonus, weil die ja viele Kavalleristen haben. Gegen Tiela, ganz speziell, nur gegen Tiela, Geschossresistenz. Hier gegen Zwerge Bonusschaden, Handelseinkommen, Forschung. Oh, Unterhalt sogar, das ist auch nützlich. So, jetzt muss ich mich hier kurz verschieben, obwohl... Nee, es passt gerade. Blockiert nichts. Öffentliche Ordnung plus 1. Hier gegen Dunkelelfen ein Bonus. Gegen Hochelfen einen Bonus. Gegen Echsenmenschen ein Bonus. Gegen Skaven einen Bonus. Gegen die Gruftkönigin Bonus. Weniger Verschleiß in vampirischen Gebieten. Einkommen durch Überfälle. Geschossschadenbonus für alle Einheiten, die Geschosse werfen. Physische Resistenz für alle Barbaren. Das ist ziemlich stark. Dann... Noch mehr Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte, Feuerresistenz und Waffenstärke für alle scheinbar. Also es läuft relativ viel darauf raus, dass das ein oder andere Schaden oder Bonus gibt.
Für eine bestimmte Fraktion. So. Hier könnten wir jetzt Chaosbarbaren machen. Aber ich reiß das mal ab, weil bringt am Anfang noch nichts. Zumindest für uns noch nichts. So, hier kriegen die Einkommen. Und ja. Outwölfe. Oder halt öffentliche Ordnung. Bisschen schwierig einzuschätzen, wie wir das machen. Wir machen mal öffentliche Ordnung. Ich glaube, das ist nämlich ein Problem, das ich langfristig kriegen werde. Wir warten noch ganz kurz mit Abreißen. Und wir nehmen trotzdem mal 3 Kavalleristen rein. Einfach, dass die Armee mal ein bisschen aufgestockt ist. Dann machen wir das noch aus. Und weiter geht's. Wir haben halt nur eine Armee, mit der wir verschieben können. Ich kriege immer ein Hallöchen im Chat. Von ganz vielen Leuten, die gerade einschalten. Haben sich sehr viele Leute, glaube ich, auf das Let's Play auch gefreut. Dann flitzen wir hier mal runter. Er dürfte irgendwo hier unten sitzen. Also nicht allzu weit weg. Jetzt kann ich es abreißen. Brauch's gerade nicht mehr. Also, scheinbar hier drinnen. Er hat halt bis hier nach hinten Gebiete. Ich hoffe sehr, dass er bald angreift, dass er auf Konfrontationskurs geht. Ich bin gerade echt am überlegen, wie wir das Ganze managen wollen. Ich meine, hier zum Ausbilden wäre das eigentlich schon ziemlich gut. Wir könnten wir bis hier hin. Wie machen wir das? Ich bin da nicht ideal, nicht total zufrieden, dass ich hier jetzt das nach Stufe 3 ausbilde. Das kann ich noch in der Nebensiedlung machen, theoretisch. So, dann gucken wir mal, ob er jetzt hier angerannt kommt. Und auf Rache sind. Kislev führt Krieg mit der Nordskarnation. Where's my next quarry? Embarking. Voyaging. Carrying it out. Ist er das? Cameron die blutige Hand. True savages. Cameron die blutige Hand. Wunderbar. Also steht hier drin, er rekrutiert, er hat Eistrolle. Uiuiui, okay, das wird nochmal knackig. Das wird knackig, wenn er kommt. Ich hoffe aber, dass er überlebt. Und die Eistrolle überleben und ich die dann in meine Armee aufnehmen kann. Weil manchmal passiert es, dass dann die ganze Armee ausgelöscht wird. Obwohl wir vorhin gesehen haben, wenn er mich angreift, dann wird sie nicht ausgelöscht. Ich kann mir also gut vorstellen, dass er jetzt auf mich zurennt. Hat in den Hinterhalt gewechselt. Einfach nur Lul. Einfach nur Lul. I'm listening. Advancing. Ja, ich weiß halt, dass er hier sitzt im Hinterhalt, ne? To the four corners. No. Champions four. Wir setzen uns einfach mal so in diese Stellung. Wir warten mal. Bisschen mehr Rüstung. Ich nehme an, dass er mich angreift, weil er massiv in Überzahl ist. Aber das kriegen wir schon klein. Mit den Zaubern kriegen wir das schon klein. Hm, da geht er, da geht er, da kommt er. Sehr gut, also. Ach, lol, ist einfach nur das. Die will ich, die Eistrolle, die müssen überleben. Und die Zweihänder, die würde ich auch noch mitnehmen.
Der Rest lässt sich relativ gut bei mir selber aufbauen. So. Also er kriegt Verstärkung von hier. Ich glaube, wir spielen... Wir müssten fast einen Höhenvorteil ausspielen. Frage ist nur, wo? Nehmen wir diese Kante? Können es versuchen. Also wenn er Eistrolle hat, müssen wir da ein bisschen gucken. Ah, er ist komplett zurückgefallen. Wir versuchen uns hier an die Kante ranzuwagen. Ich weiß nicht, ob wir schnell genug sind, aber wenn wir diese Höhe haben hier, gegen hier unten, dann dürften wir seine Horden an Barbaren eigentlich töten können. Das dürfte dann nicht so ein gigantisches Problem sein. Er hat nichts auf Distanz, das heißt, wir können eigentlich mit unserer Kavallerie, Distanz-Plänkler-Kavallerie, schon mal rein. Wir versuchen, die Zweihänder rauszupicken. Stellt ihr euch an? Nicht so clever. Die Nazca-Troller rennen gleich hier. Die sind halt super gefährlich, die Nazca-Trolle, ne? Also, die darf man nicht unterschätzen. Aber so wie er sie gerade einsetzt, schwendet er sie gefühlt. Bevor sie ankommen hier. Order the tribe. Condiment! Where's the... Schwinde die Jungs. Ich will, dass ihr in meiner Armee kämpft, das dann gleich. Gut. Sie werden nochmal kommen. Das ist es dann schon nicht. Und die Zweihänder müssen dann auch als erstes wieder mal ausgelöscht werden. Das fügen wir nämlich so viel Schaden zu hier. So. Wir versuchen die hier mal wegzulocken. Meine Truppe verzieht sich bereits. Sehr, sehr gut. Wo ist der General von ihnen? Ah, die Nordskatrolle sind bereits wieder zurückgerannt. Diesmal wieder auf die. Okay. Ja, da brechen die Linien bereits. Das ist gezeichnet. Wir müssen dann nur gucken, dass wir den Typen nicht verpassen. Ja, also die Hunde und die Dings, die jagen hier an der Seite rein. Ansonsten wird es dann nämlich ein bisschen knackig.
versucht ihr mal. Dass die Eistrolle immer noch so viel Mut haben, ärgert mich. Ist tot sind die Boys hier. Das dürfte gleich in Panik verfallen. Das hier tut es bereits. Ist hier General eigentlich irgendwo noch? Oh ja, shit, der darf nicht entkommen. Unter gar keinen Umständen. Der muss sterben. Drauf, um alles, was wir haben. Das ist nicht gut, dass er entkommt. Kriege ich noch dazu, dass er umfällt oder so? Oder dass er wiederkommt? Okay, er sammelt gerade sammelt er wieder ein bisschen Mut. Vielleicht kommt er nochmal zurück. Gerade kurz vor, dass er rausgeht, bevor er rausgeht. Schade. Okay, das ist nicht gut. Das Problem ist nämlich, dann kann er vielleicht in seine Festung zurückrennen. Ist komplett tot hier, die armen Dudes. Ja. Wir haben seinen Kommandanten ja jetzt nicht gekillt. Und das ist eben nicht gut. Deswegen versuchen wir jetzt noch aufzuräumen, was geht. Ärgerlich. Wie ärgerlich. Oh Jungs, müsst da nicht drauf schießen währenddessen. Die fliehen, aber die dürften es überleben. Wie wäre es, wenn ihr das angreift, was ich auch sage, was ihr angreifen sollt? Das wäre revolutionär. Das wäre ein absolut mega Gedanke. Das zu tun, was ich klicke. Gut. Wie sie über die herfallen, ne? Wie sie über die herfallen. Wer zerfleischt. Komplett zerfleischt. Das reicht. So. Hat überlebt, hat auch überlebt. Bei ihm ist das Meister tot. Er ist aber natürlich nicht gestorben. Das ist schlecht. Ich hätte dich raus. Die Eistrolle hätte ich halt einfach gerne bei mir in der Armee. Die sind kostbar. Gerade am Anfang. Wenn ich sie selber rekrutieren kann, ist dann egal. Dann auch die Frage, wer sitzt dann wo rein, ne? Einkommen durch Überfälle, Einkommen durch Ausrauben von Siedlungen. Oh, doch, weil wir ihn besiegt haben. Wir müssen ihn gar nicht töten, das ist ja mega. Ja, wir bilden eine Konföderation. Und der Eistroll gehört uns. Die zwei anderen sind leider gestorben. Das hat wohl nicht mehr gereicht. Okay, wir müssen ihn nicht killen. Es reicht wohl, wenn, The Eternal Challenger. Ich lehne mal kurz da rein. Es reicht wohl, wenn ihn einfach besiegen in der Schlacht. So scheint es. Yeah.
Where's my next overrun the world? Die Eistrolle nehmen wir mit. Da sind wir voll, mehr können wir nämlich nicht. Die zwei tausche ich noch kurz aus, weil die haben einen Erfahrungspunkt und die haben nichts. Und das hier soll ganz gemütlich regenerieren. So. Jetzt können wir ihn auflösen, weil er kostet uns nur so viel Geld hier oben, wie man sieht. Und jetzt haben wir Eistrolle in der Armee. Das finde ich mega. Ohne sie ausgebildet zu haben, haben wir sie trotzdem dabei. Ich persönlich bin ja eher dafür, dass wir hier nicht angespackt werden oder so, weil ich will da eigentlich gar nicht rüber. Und ich bin bereit, mein gesamtes Geld zu nehmen. Nun sei es drum. Ja, die lassen wir jetzt mal hier drinnen. Gut, bis hierhin können wir schon noch laufen. Ach, ich freue mich, die Eistrolle sind bei uns. Mega. Mega, mega, mega. Trolle haben halt einen bescheidenen Moralwert. Das macht nichts. So wie die dann reinrennen und da ordentlich draufkloppen, ist das okay. Man muss sich immer mal von den Distanzkämpfern fernhalten, aber sobald sie im Nahkampf sind mit ein paar Verbündeten, geht das schon. Okay, Winterzahn hat es geschafft, eine Konföderation einzugehen. Wir müssen hier noch Winterzahn verschlingen. To the four corners, an unstoppable force. So. Wandering. Wo steckt der Anführer? Der Wahrregere. Surtaek. Jetzt bloß die Frage, wo Surtaek ist. Könnte hier, hier sein, könnte hier sein. My challenge? Undeniable. Ich habe eher das Gefühl, er ist hier oben. Wir warten mal hier. Wir warten mal, ob sich was tut, ob sich was bewegt. I find your motives unclear. Hast du geguckt, ob die übernommenen Charles eventuell magische Items hatten, die für dich machbar sind? Nee, ich glaube, so früh haben die noch nichts, aber ich habe nicht nachgeguckt, nein. Das habe ich in der Tat nicht gedacht. Ist sie vielleicht im Krieg mit jemandem? Ja, ist mit den Zwergen im Krieg. Ich kann mir gut vorstellen, dass er dann hier vorne irgendwo rumsäuselt. Ich will das halt eigentlich nicht. Ich will es nicht einnehmen. Ich will da keinen Krieg vom Zaun brechen. Ich will ihn finden, ihn besiegen und alle übernehmen. Punkt, aus, Ende. So, ja, viel mehr können wir gerade nicht machen. Weiter geht's. Das Spiel sieht ja mal echt cool aus und viel detaillierter als die alten Total War Teile, die ich gespielt habe. Ich hätte es kaufen sollen letzte Woche, als es im Sale war. Nun, also Total War, ROM Total War 2 finde ich persönlich, sieht halt auch noch crispy aus. Aber das hier hat schon halt einen eigenen Stil, sage ich mal. So, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist der Anführer? Nehmen wir das mal raus. Schlangenpier. Das ist hier. Problem ist halt, dass die unseren Tod hassen hier, ne? What?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt auch den Krieg erklären. Die Varga und Winterzahn haben gegenseitig den Krieg erklärt. Das ist nicht der, den wir suchen. Wir suchen Trock. Wir machen mal Vierherrschaft für alle Barbaren. Das ist bei einer etwas zäheren Schlacht dann sicher nicht schlecht. Ein bisschen Geld. Ich muss danach gucken, wie es mit der öffentlichen Ordnung aussieht, weil da habe ich mich jetzt noch nicht so ausgiebig drum gekümmert. Man sieht es auch hier, es geht relativ stark runter. Ah, die sind jetzt auch eine Konföderation eingegangen, die Varga und Winterzahn. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch Trock finden, dann übernehmen wir direkt drei. Er wird den irgendwo besiegt haben. Kernfrage ist halt nur wo, ne? Wo Trock sich rumtreibt, der Sack. So. Hier machen wir mal öffentliche Ordnung, ein bisschen Cash. Damit sich das ja eben, wie gesagt, stabilisiert. Das stabilisiert sich, wenn wir die Siedlungen ausbauen dann. Here we go. Das ist er. Das ist Trock. Müssen nur ihn besiegen, dann kriegen wir ein riesengroßes Gebiet. Okay, er hat zwei Trolle drin, Kriegshunde, Wölfe, sonst eine normale Infanterielinie. Kriegen wir mit unseren Zaubern tot. Und Trock werden wir voraussichtlich mit unseren Speerwerfern killen können, weil Trock ist relativ groß, weil es ein Troll. Und dadurch, dass er ein Troll ist, ist er eben groß und dadurch sehr anfällig gegen Speerwerfer oder allgemein Distanzkämpfer, weil die ihm das Zeug einfach, also ja, die hauen ihm das einfach rein. Mitten ins Gesicht, wenn es sein muss. Wir schieben uns mal hier hoch. Also ich zeige mal ganz schnell noch die Eistrolle, damit man sie mal von nahem gesehen hat. Vorhin in Bewegung natürlich. Also weißt du, wie es designt ist und alles ist halt schon mega, ne? Ist halt schon mega. Und das sind halt die Reiter. Die sind jetzt nicht der Hit. Aber trotzdem, sie können was. So, er hat nichts auf Distanz, ne? Er ist komplett im Nahkampf unterwegs. Deswegen versuchen wir die, obwohl seine Hunde könnten. Wir setzen unsere schnell mal hier im Hintergrund hin. Very well. For the chaos.
Also die wird komplett zerfetzt. Die werden halt komplett zerfetzt von den... Das dauert auch nicht lange. Das geht super schnell. Outwelfer halt. Outwelfer sind nicht zu unterschätzen. Cool, ja. Blinkermodus raus. Nein. Nicht unser Ziel. Du spuckendes Auto. Wo jagen wir das rein? Hier tut das ordentlich weh. Eigentlich geknackt sein. Ja. Wenn er fällt, ist das eine Moral, also die Moral geht derart runter. Dann müssen wir ja gucken, wie wir das machen. Die kriegen ordentlich auf den Latz. Ja, Trog ist tot. Es dürfte einen Moralbruch geben bei allen. Ein Problem haben wir aber, er war in Marschstellung. Bricht es gleich? Ja, es bricht. Perfekt. Müssen wir nicht alle killen? Sehr gut. Wunderbar! Also er hat halt Nordska, also er hat halt normale Trolle und dann die Eistrolle und halt die Kriegshunde. Aber das werden wir nicht kriegen. Er war in einer Gewaltmarschstellung, also für schnelles Laufen. Und ich denke, dass wir die ganze Armee gleich platt machen dabei. Er kann nicht fliehen. Ihr schlagt ihrem Stamm den Kopf ab und ebnet den Weg für eine einfache und starke Konföderation zwischen euch. Ja, jetzt müsst ihr gucken, dass wir alles kriegen. Wir haben, er hat zwei weitere Clans unter seinem Banner vereint gehabt. Die gehen alle raus, das kostet mich viel zu viel. Provinz gesichert, Provinz gesichert. Das haben wir jetzt alles gekriegt. Nehmen noch dich kurz raus. Das gehört nun alles uns. So schnell kann es gehen. Wir verdienen ziemlich viel. Jetzt wäre es natürlich noch schön, wenn ich mit denen auch noch eine Konföderation eingehen könnte. Aber ich befürchte, dass... also wir haben einen Nicht-Angriffspakt. Das ist einem Nord, nein, den Nordska nicht unbedingt zuzutrauen, dass sie das nicht brechen würden. Denen ist das relativ egal.